Alter, das sieht so, so mega verspiegelt aus unter Wasser. Hier kommen wir jetzt wahrscheinlich auch gar nicht hoch. Ja, stimmt, das ist aber auch gar nicht mal so schlimm, glaube ich. Ja, die Frage ist jetzt, habe ich denn eine Schaufel? So schnell mal gucken. Ja, wir haben eine Schaufel, das ist sehr gut. Dann komm einmal wieder Luft holen. Und wie... Okay, geil, man kann schnell abbauen unter Wasser, wenn man auf dem Grund steht. Ich glaube, das ist doch schnell, oder? Oh, puh, das war knapp mit der Luft so. Neue Luft geholt und jetzt geht's wieder ab, weil... Genau, ich hätte den Boden halt hier so ein bisschen tiefer, die Sache... Und ja, der andere Vorteil ist halt, dass wir wieder ein bisschen Sand zusammensammeln können und dadurch auch wieder neues Glas erstellen können. Sandfarming. So, und wieder Luft holen. Zack. Und weitermachen. So, das Sand nehme ich natürlich mit und wieder Luft holen. Gut, die Frage ist auch noch, wie weit gehe ich denn runter? Reichen so zwei? Reicht das? Reicht das? Reicht das? Und mache ich den Boden auch aus Glas? Ach, alles so complicated questions. Weil ich würde hier schon gerne hoch jetzt, aber das... Das kriegen wir jetzt nicht hin. Das ist jetzt echt die Frage, woraus mache ich den Boden? Aus Glas oder aus Holz? Aus Glas oder aus Holz? Aus... Ich mache es erstmal aus Holz. Holz kann man eh wieder rausreißen und... ne? Das kann man wieder rausreißen und bekommt auch die Ressourcen wieder. Also hat man da in dem Sinne auch nichts zu verlieren. So bis hierhin. Luft. Ah, gut. So. Ne, noch ein weiter dann. Alles klar, bis hier. Hier. Dann muss der wahrscheinlich noch raus und der hier rein. So, Luft. Ach, hier. Hier ist immer noch das Glas. Das muss dann ja eigentlich auch wieder raus. Ja, gut, das ist dann... Nee, das dauert mir zu lange. Das muss ich von oben machen. Das wird ansonsten nichts so. Ich ziehe einfach mal das Holz hier schon mal so weit es geht rein. Wo ist... Hier ist die Luft. Ach, ey. So. Dann haben wir hier Glas. Dann hauen wir hier, wenn hier auch Holz reinkommt, hauen wir hier auch schon mal das Glas rein. Wir müssen hier gleich auch irgendwie das Wasser rausbekommen, ne? Das wird auch nochmal so eine Sache. So, hier kommt dann wieder Holz rein. So. Hier Glas. Wie weit geht das bis hier? So. Okay, gut, jetzt müssen wir das Wasser hier irgendwie rausbekommen und ich glaube, dafür müssen wir einfach irgendwelche Blöcke hier einsetzen. So. Und die danach wieder abreißen. Ich hoffe, dass es funktioniert. Ich bin mir jetzt nicht hundertprozentig sicher. So, Luft holen und... So, gut, wir können jetzt auch wieder hier hoch. Und genau, wenn wir jetzt die Dinger einfach alle abreißen, dann ist das Wasser hier eigentlich wieder weg. Und wenn ich jetzt alles richtig gemacht habe, dann dürfte hier auch kein Wasser mehr sein. So. Okay, sehr gut. Es scheint alles richtig gemacht zu worden sein. Alles richtig gemacht zu worden sein. Korrekt in Deutsch, Junge.
Deutschleistungskurs oder was? Nein, ich hatte keinen Deutschleistungskurs. Nein, nein, nein. So, es scheint auf jeden Fall alles funktioniert zu haben. Und jetzt sehen wir auch schon, wie das Ganze aussieht. Und ja, man erkennt schon ein bisschen was. Da hinten so ein Fisch. Das Ganze spiegelt schon ein bisschen heftig, aber es ist trotzdem eigentlich ganz geil, finde ich. Ich persönlich. So, jetzt hauen wir die mal alle weg. Ja, so sehr es auch weh tut, hauen wir die mal alle weg. So. Und jetzt gucken wir mal, was wir hier raus machen, weil das. Ja, hier oben hat man halt so einen, ne? Ne? Das müsste jetzt eigentlich auch alles ersetzt werden. Wir haben ja genug Glas, ne? Ja, 430 Stück. Das reicht. Und jetzt kommen wir da natürlich nur nicht außer. Zack, Pro. Der übelste, wie ich da gerade in das Fenster reingesprungen bin, Leute, Alter. Props dafür auf jeden Fall, würde ich mal sagen. Nö, du auch? Ja? So? Alter, perfekt. Ah, okay. Das jetzt nicht so ganz. Alter, wie die Sonne hier. Oh. Das habe ich mir gewünscht, als ich das Haus gebaut habe. So eine richtige Strandhütte, wo das, wo die Sonne richtig reinballern kann. Alter, mega geil. Leute. Das ist richtig feierlich. Und ich habe schon, ja, eine kleine Idee, wie wir das Ganze hier gestalten. Alter, jetzt wurde gerade, jetzt gerade, wo dieser Umschwung war von Abendsonne zu Mondlicht. Auf einmal ist alles so grau geworden, ey. Heftig, Alter. Jetzt ist es hier auch richtig dunkel. Jetzt gleich kommen hier schon die ersten Monster. Ich habe auch keine, keine Fackeln. Was habe ich hier noch ein bisschen? Ja, ich habe hier noch Kohle. Ich glaube, ein Block reicht erstmal, um uns so ein paar Fackeln zu zapfen. So, ne? Vier Fackeln, gut, das reicht auf jeden Fall, um die Ecke dort erleuchten zu lassen. Die Ecke erstrahlt in einem neuen Glanz. Alter, das ist doch, das ist geil, Leute, ganz ehrlich, ihr könnt sagen, was ihr wollt, das ist geil. So, Hille, ich hoffe, du hast dir das echt so gedacht. Weil, ganz ehrlich, das ist doch mega. Also ich feiere das richtig heftig. Guck mal, jetzt kann man nachts sogar richtig gut hier durchgucken. Es spiegelt zwar so ein bisschen, aber es ist, ich meine, das ist ja auch realistisch, dass, ne? Dass so ein bisschen was gespiegelt wird. Aber ich würde sagen, hier das Holz muss da noch raus, hier unten, diese Leiste. Und die auch. Obwohl ja, diese Ecke, die würde ich ehrlich gesagt schon lassen. Und hier muss es dann natürlich auch runtergehen, aber die Leisten doch, die würde ich schon gerne rausnehmen. Das, ja, muss ich schon sagen, die würde ich gerne rausnehmen. Und hier ziehen wir uns eine Treppe rein. Auf jeden Fall so. So. Sand da rein. Haben wir denn natürlich. Leute, ganz ehrlich. Als ob wir keine Treppen dabei haben. Mann, was.
Warum fragt ihr überhaupt? So. Ne, und dann machen wir mal... Was machen wir denn? Vielleicht ersetzen wir diesen Sandblock mit einem Birkenholzblock. Vielleicht machen wir das. Wäre vielleicht gar nicht mal so verkehrt. Und den hier natürlich auch. So, dann... Ist halt nur noch die Frage, was machen wir hier? Ich würde fast sagen, wir hauen diese Reihe hier auch noch weg. So. Okay, das geht hier mit der Schaufel über Wasser dann doch noch ein bisschen schneller als unter Wasser. So, dann hauen wir die auch weg. Hauen hier Holz noch rein. Jetzt hatte ich Angst, dass da Wasser kommt, aber gut. Es hat geklappt. Dann, genau, hauen wir den noch weg. Hauen hier vielleicht noch einen Block hin. Hin. Und wir haben hier noch ein paar Stufen. Ne? Wir haben ja noch ein paar Stufen. Die können wir dann vielleicht hier so anbringen. Ja. Jetzt gucke ich gerade, weil wir haben dann ja noch so hier das und könnten ja was ist, ah, was also die Treppen und könnten ja ne, ist ja vielleicht ganz schick so, dass wir hier so ne ein Treppengelände haben, hier auch nicht runterfallen können. So, das ist doch ganz schick eigentlich. Ehrlich, Leute, ich finde das ist geil. Vielleicht dann noch den hier. Da haben wir hier so einen Block. Hier kann ja vielleicht irgendwie so die Fackel drauf. Dann geht es hier runter. Und hier... Oh, was, hier könnte man halt auch noch irgendwas machen. Ich weiß gerade nur noch nicht, was. Auf jeden Fall ersetze ich das hier schon mal. Hier könnte man ja vielleicht auch so ein kleines... Oh, ich weiß nicht, was machen. Irgendwie, irgendwas, irgendwo, irgendwer. Aber nicht ich. So, wir gehen erstmal schlafen auf jeden Fall. Und dann gibt es zum Frühstück erstmal ein paar Ofenkartoffeln. Die Ofenkartoffeln vom Vortag ist ja auch immer wieder ganz geil. So an so einem schönen Samstagmorgen. Und Leute, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt darauf komme, aber schreibt mir doch mal in die Kommentare, was euch an meinem Let's Play ganz besonders gefällt. Ich meine, es gibt mega viele Let's Plays, wenn man bei YouTube guckt, also für Minecraft Let's Plays. Gronkh natürlich der Klassiker, der dann die übelsten Let's Plays raushaut, ne? Also die gucke sogar ich gerne an und ich, ja, ich muss sagen, ich gucke mir eigentlich sonst keine anderen Let's Plays an, aber Gronkh, den finde ich schon, also ich finde, den kann man sich einfach geben, den schaltet man ein, man guckt auch nicht mal wirklich hin, weil der macht ja nichts, ne? Der quatscht dann die ganze Zeit und du kannst dir das einfach anhören stundenlang und es wird auch nicht langweilig. Und genau, ne, dann gibt es die anderen Let's Player, die richtig Action am Start haben, wo jede Folge, keine Ahnung, Mann, ich kenne die nicht wirklich, aber so gefühlt, sie geht da jede Folge, explodieren da zigtausend Inseln und ach, keine Ahnung, was da alles passiert. Und bei mir ist es ja auch eher so eine chillige Runde, wo ein bisschen gebaut wird, wo ich ein bisschen quatsche. Und genau, jetzt einfach mal in die Kommentare, was euch an meinem Let's Play so ganz besonders gefällt. So, das würde mich echt mal interessieren. Auch natürlich, damit ich wissen kann, wo ich vielleicht noch dran arbeiten muss oder dran arbeiten kann, dass das Let's Play dann auch noch besser wird.
Ja, Leute, ich will noch besser werden. Also letztendlich mache ich sowieso wieder, was ich will, weil ich will ja auch, ich mache das ja auch aus Leidenschaft. Dieses Let's Play.